ein bisschen zu niedrig. Guck mal. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Glossy Box für den Monat April. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ich habe vor einer Woche ungefähr die Glossy Box erhalten, habe es bisher aber nicht geschafft, sie abzufilmen. Habe es aber geschafft, sie zu öffnen, weil ich unheimlich neugierig war, was sich in dieser Box befindet. Ich hatte einfach keine Zeit, weil wir haben im Moment Saison und sehr viel zu tun. Ich habe da schließlich auch einen Job, Haushalt und Kinder und so weiter. Kinder hatten auch noch Ferien gehabt und sie waren dann nach den Ferien noch ein paar Tage krank. Das Thema ist Wayne Forest und als erstes Produkt, was ich herausgenommen habe, das war von John Frieda, Fritzies Traumlocken. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass die Glossy Box doch ab und zu mal aufs Profil schaut, was man da hinterlegt hat. Denn irgendwie haben die Produkte für mich gepasst. Traumlocken passt schon wieder. Dann haben wir hier eine Tuchmaske von Coco Stars mit Kokumba. Da sind Gurkenscheiben abgebildet und ich finde das eine sehr schöne Sache, eine Gurkenmaske in Tuchform quasi. Ja, und ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut und ich werde sie gerne austesten. Dann war drin von Trackle Moon ein Körperspray und ich mag Körpersprays sehr gerne. Das ist jetzt in der Duftrichtung Watermint. Watermint Rain nennt sich das. Und ich finde, es riecht ganz okay. Also ich finde, es riecht, das können auch Männer benutzen, finde ich. Also es ist jetzt nicht nur für uns Damen konzipiert, denke ich mal, oder? Es riecht auf jeden Fall sehr schön, nicht zu süß und sehr erfrischend. Und ich mag diesen Duft. Ich habe also auch schon ausgetestet. Und ich habe mich auch sehr, sehr darüber gefreut. Dann war auch hier einmal dekorative Kosmetik dabei und zwar ein Baked Blush von der Firma Model Co. in Zusammenarbeit mit unserem Modezar Karl Lagerfeld. Seine Silhouette ist unverkennbar hier oben aufgeprägt und ja, ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut, da es sich um einen Blush handelt und ich liebe Blushes. Ich finde aber, das ist vielmehr eine Mischung aus Blush und Highlighter und die Farbe passt auch sehr schön. Das ist eher ein ja, ich würde mal sagen, auf gebräunter Haut sieht es wohl wirklich wunderschön aus. Als Goodie war ein Cognac Sponge dabei und zwar von der Firma Spa2You. Ich hatte schon mal vor 2 Jahren einen Cognac Sponge in der Glossy Box gehabt und war mit dem auch sehr zufrieden. Cognac Sponge, das ist einfach ein Schwamm, der ist jetzt sehr hart, aber wenn man ihn dann aufweicht im warmes Wasser, plustert er sich auf, wird sehr weich und man kann damit sein Gesicht sehr schön reinigen, mit oder ohne Reinigungsgel. Und ich habe es damals sehr gern benutzt und ich freue mich auch, dass ja, dieses Goodie dabei war. Dann haben wir hier noch von Alverde ein Creme Blush, ein Professional Striped Rouge nennt er sich. Das ist eine Mischung aus aprikotfarbenem Creme Blush und einem Highlighter. Das kommt dann in Streifen raus, also wenn man sich das jetzt hier so aufträgt, kennt ihr dann von der Zahnpasta, die zweifarbige Zahnpasta, die kommt ja auch in Streifen heraus. Wie kann ich das am besten beschreiben? Ich zeige es euch. Und zwar sieht das so aus. Ja, das sind einfach 2 Streifen. Das hellere ist der Highlighter und das dunklere oder das aprikotfarbene, der Blush. Und wenn man das dann so ja, auf die Haut verteilt, dann verwandelt es sich in eine wunderschöne Aprikotfarbe mit einem leichten Schimmer.
Aber man sollte natürlich nicht zu viel nehmen, dann wird das Ganze orange. Dabei war dann noch eine kleine Duftprobe von der Firma Giorgio Armani. Und das ist die Sorte Si Passione. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, werde jetzt auch gerne austesten. Dann war noch eine Karte dabei von der Glossy Box selber. Is it too late now to say sorry? Das ist wohl eine Entschuldigung für die Probleme, die es, glaube ich, bei der letzten Glossy Box gab. Da hatte irgendwas nicht gestimmt, die wurden viel zu spät versendet und ich denke mal, deswegen hat dann auch Glossy Box dieses kleine Goodie, den Cognac Sponge, mit reingelegt. Und dazu noch eine Leseprobe von LJ Shen, sagt mir nichts. Vicious Love, Sinners of Saint. Ja, werde ich mir mal so ein bisschen anschauen, da ich sowieso ein großer Bücherwurm bin. Das war die Glossy Box für den Monat April, Rain Forest, und den Gesamtpreis werde ich hier oben einblenden. Ich finde, die Box war sehr gut zusammengestellt worden. Shampoo war dabei, Duft war dabei, dekorative Kosmetik, zwei Teile und dann noch eine schöne Maske mit diesem Goodie dabei. Ich bin absolut zufrieden und ich freue mich schon auf die nächste Box. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.